Die Mods sind da und damit herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Es sind dies 4 Updates, 9 neue Mods und eine neue Karte. Und auf der befinden wir uns auch hier. Bevor wir jedoch starten, wie immer, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Rick, Christian, Frank und Martin für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das hilft dem Kanal enorm weiter. Auch möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei all denen, die heute wieder im Livestream dabei waren. Auch mit den technischen Problemen, die wir eingangs hatten, auch treu geblieben sind, weitergekommen sind in den zweiten Stream. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir hatten wieder einen wunderschönen Abend zusammen verbracht. So. Wir fangen natürlich wie immer erstmal mit der neuen Karte an, die herausgekommen ist. Und zwar heißt diese Fox Farms, kommt von Zolli 708, Downloadgröße 85,62 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Die Beschreibung ist kurz, willkommen auf Fox Farms. Und wir schauen uns mal ein bisschen um. Und zwar gehen wir hier mal Richtung den Hof, den wir besitzen, wenn wir als neuer Farmer starten. Ich werde hier mal ein bisschen schneller gehen, damit wir das ein bisschen besser schneller sehen können. Also wir haben hier natürlich ganz klar dieses Farmhaus, das ist unser. Dann ist der Bobby, der gehört auch zu uns, ne? Das ist unser Hund. Das ist mal der Hof an sich. Hier gehen wir weiter, haben wir einen Shed stehen, der aber nicht benutzt werden kann. Dann haben wir diesen Easy Shed hier stehen. Ich schalte hier mal das Display an. Dann haben wir unseren Kipper stehen, also den Fliegel ASW271. Dann haben wir hier stehen den Kuhn Prolander 7500. Das gehört auch mit zu uns. Dann haben wir die Wetterstadt Rapid A800S, die hier stehen, die Seemaschine. Wir haben den kleinen der beiden Bredals stehen hier für als Kalk- und Düngerstreuer. Weiterhin haben wir hier einen Case Mähdrescher stehen mit seinem Schneidewerk hier. Das ist das TerraFlex 25 Fuß. Das ist der Axle Flow 7150. Der gehört mir zu unserer Farm. Und dann haben wir hier einmal diese Schnecke hier. Dann haben wir diese Schnecke hier zum Abzapfen. Also das eine ist zum Beladen, das andere ist zum Abzapfen. Dann haben wir hier einen kleinen New Holland, also ähnlich wie der Bobcat hier stehen. Einen Kompaktlader mit einer Schaufel. Des Weiteren haben wir hier 1, 2, 3, 6 Silos stehen. 6 Meridian Silos stehen. Die müssen also mit den Schnecken hier beladen werden. Einmal oben die gelbe nach oben und dann unten raus natürlich mit der roten Schnecke. Dann haben wir hier zwei Trecker stehen. Einmal haben wir den Case Maxum 340, den Großtrecker hier stehen. Dann haben wir hier diesen hier stehen, den Maxum CVX 135. Jeweils natürlich mit zusätzlichem Gewicht vorne dran. Das ist auf jeden Fall das, was erstmal hier zu unserem Hof gehört. Wir sehen wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen. Dann haben wir noch den Pickup, der gehört auch mit zu uns. Das auf jeden Fall zu unserer Starterfarm. Hier haben wir noch eine RTK-Station stehen, die uns bessere Wetterprognosen voraussagt. Ja, das ist auf jeden Fall das, was zu uns gehört. Hier haben wir auch noch mal ein Silo stehen. Ich weiß nicht, ob das benutzt werden kann. Doch, das ist auch ein Silo. Wir haben also 7 Silos stehen. Das habe ich vorhin übersehen. Also 7 Silos haben wir da stehen. Dann schauen wir mal auf die Karte. Also es ist eine Karte, die ist ja eine Standardkarte. Ist auf jeden Fall, die Felder sind ziemlich groß gegenüber dem Ausmaß der Karte. Also es gibt insgesamt 22 Felder, 4 Wiesen zwischen 0,2 Hektaren und 33,6 Hektaren. Also das ist mal das größte Feld hier. Das ist die ungefähr 33, 34 Hektaren Fläche. Dann haben wir das kleinste Feld, ist wahrscheinlich entweder das hier, das gehört mit zum Hof. Genau, das sind die Flächen, die mit zum Hof gehören, wenn wir anfangen als neuer Farmer. Wir haben die 23, die 25, die 3 mit diesem Zusatzhof hier.
Und wir haben hier das Feld 17 hier. Das ist unser Hof, das ist unser Feld, das ist unser Feld hier. Nebenan haben wir hier ein spezielles Feld hier stehen. Das kann gekauft werden für 700.000, knappen 800.000 Euro. Da ist dann eben die Tier-, also die Kuhfarm hier zu stehen. Also, wir schauen uns als erstes mal an, welche Produktionen verbaut sind auf der Karte. Bitte ignoriert das hier. Das ist eine zusätzliche Einrichtung, die ich hingebaut habe aufgrund der Mod-Vorstellung. Aber wir haben definitiv die Getreidemühle, die hier verbaut ist. Das ist die einzige Produktionsstätte, die standardmäßig hier aufgebaut ist. Das alles andere müsste dann zusätzlich aufgebaut werden. Ladestationen haben wir hier, eine Kalkstation, wir haben eine Tankstelle, wir haben hier eine weitere Tankstelle hier unten und wir haben einen Wassertank auf der, ja, auf der Farm, wo die Kühe stehen. Hier haben wir, wie gesagt, diese Tankstelle. Abladestationen haben wir zum Beispiel alle diese Silos hier stehen plus einem anderen Silo hier. Dann haben wir den Viehhandel hier, hier haben wir die Clothes and Furniture Storage, also Kleider und Möbel. Dann haben wir das Western Grain Silo, das Grain Mill Warehouse, die Feed Warehouse und wir haben The Provisions Storehouse. Zusätzlich eben, wie gesagt, der Viehhandel hier und das Getreide Silo West. So, das sind auf jeden Fall mal die Hauptinformationen im Überblick. Wir machen jetzt gleich mal einen kleinen Rundflug, möchten aber erstmal noch auf den Verkaufskatalog werfen. Also wir haben hier einiges an Verkaufsstellen für die Standardfrüchte, die angebaut werden können. Dann haben wir natürlich auch für Trauben und für alle weiteren Sachen, die standardmäßig angebaut werden können, sind Verkaufspunkte da. Baumwolle, Zuckerrohr. An der Kalkstation kann offenbar sogar Saatgut gekauft werden. Das ist interessant. Dann haben wir für Eierwolle Milch. Wir haben dann hier die Hackschnitzel, die können auch verkauft werden. Wir haben die Silage, die kann verkauft werden. Holz kann nicht verkauft werden, weil kein Sägewerk installiert ist. Dann haben wir Gras, Heu und Stroh, die können natürlich auch verkauft werden. Dann haben wir Mehl, also das kann alles verkauft werden. Also das Provision Storehouse ist so eine wie eine Multifrucht-Kaufstelle. Also wir können hier, bisher habe ich noch keine, nichts gefunden, was nicht verkauft werden kann, außer natürlich hier gerade die Bretter. Die Bretter können also nicht verkauft werden im Moment. Dann bei der Kalkstation kann offenbar Mineraldünger, Flüssigdünger und so weiter alles gekauft werden. Das ist also wahrscheinlich eine Multikaufstation. Mist kann bei der BGA 500 Kilowatt verkauft werden, Gülle auch. Dann haben wir eine Kalkstation natürlich. Da kann auch Pflanzenschutz gekauft werden und die Steine können nicht verkauft werden. Also ein Steincrusher ist also nicht verbaut. Dann schauen wir uns kurz den Aussaatkalender an. Der scheint mir sehr Standard zu sein. Da ist nichts daran verändert worden. Das ist auf jeden Fall mal dies hier. Wir haben Aufträge, die sind auch verfügbar. Das ist auf jeden Fall mal die Situation zu dem. So, wir machen einen ganz kurzen Überflug. Ich möchte nicht zu lange auf der Karte bleiben. So, wir machen mal einen ganz kurzen Überflug über die Karte. Und zwar fangen wir wie immer im Südosten an. Das ist also die Karte von oben gesehen hier. Schön zu sehen hier, die Felder sind sehr rechteckig oder ziemlich rechteckig gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass das sehr organische Formen sind. Es ist quadratisch oder rechteckig, rechteckig praktisch gut. Hier unten ist die BGA verbaut. Dann haben wir die verschiedenen Punkte der Karte. Es ist eine ziemlich kleine Karte, aber hat auch einigen Charme und hat auch seine Spezialität. Und die schauen wir uns jetzt gleich dann im Detail nochmal an. Einer der Punkte, der auffällt, ist dieser hier oben. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal zu diesem Kuhgehege und schauen mal hier uns um. Also wir können sehen, hier gibt es ein riesengroßes Kuhgehege. Hier gibt es einen Wassertank. Und hier passen 200 Kühe rein. Hier wird Futter verabreicht. Wir werden mal gucken, ob hier Heuballen zum Beispiel angenommen werden. So,
Das heißt also, wenn wir hier Heuballen hinlegen, dann wird dies dann den Kühen verabreicht. Ich habe es vorhin mit Strohballen versucht, was nicht funktioniert. Die Strohballen können also nicht hier so gegeben werden. Wir haben hier einen zweiten Trigger für Futter und wir haben hier einen zweiten Kaufpunkt. Da gibt es auch Platz für 200 Kühe. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen nach vorne gehen, sehen wir auch hier, dass es noch einen dritten Ort gibt, also ein drittes Gehege. Das nimmt auch 200 Kühe auf. Das heißt also, die Karte oder zumindest dieser Ort hier, also diese Fläche hier, ist eindeutig auf die Kuhzucht und die Milchhaltung spezialisiert. Das heißt, wenn wir jetzt uns die Karte nochmal angucken, können wir sehen, dass hier auf jeden Fall große Flächen an Gras sein müssen, um dass wir hier entsprechend die Silage herstellen können und auch Heu und alles, was man dazu braucht. Natürlich gibt es auch Getreide hier, wie Weizen und Hafer. Es gibt auch die Gerste, die ist nicht verbaut. Also das gibt hier Weizen, dann gibt es Hafer. Dann gibt es natürlich den Mais, um vielleicht eben Mais-Silage herzustellen. Auf jeden Fall ist es ausgelegt auf die Milchzucht, auf die Viehzucht. Das ist definitiv hier der Fall. Ein weiteres Indiz ist, dass dieses hier, also Sie sehen hier, also du siehst hier die Änderung der Textur, also von hier, von diesem Schotter, zu diesem hier und das hier, diese ganze Fläche mit diesem Betonboden hier, das ist als Ganzes eine Silage-Produktionsstätte. Hier also könnt ihr Häckselgut einladen und hier könnt ihr das dann verdichten. Also wie wir hier auf der linken oberen Seite sehen können, steht hier Füllstand Häckselgut 0 und Verdichten 0. Das heißt also, die ganze Fläche rund um diese Absperrung hier auf dieser Seite ist alles ein fahrbares Silo, um eben eine Silage herzustellen. Also auch hier wieder ein Indiz dafür, dass es hier auf eine große Kuhwirtschaft ausgelegt ist. Auf jeden Fall, eine spannende Karte. Ich werde die vielleicht sogar mal anspielen, privat, um wirklich mal mich hier mit der Kuh, mit der Milchzucht zu befassen. Sicher mal ein interessanter Aspekt, sich voll und ganz auf die Kuhwirtschaft oder auf die Viehzucht, auf die Kuhzucht zu konzentrieren. Ja, wunderbar. Wie immer fahren wir dann fort mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für den John Deere 1110 und 1210 und 1510 15G. Das ist übrigens ein Mod, der gestern erst rausgekommen ist. Und zwar kommt diese von Woodcraft Modding. Downloadgröße 27,58 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt Fixed Lights on Medium and Low Settings. Also die Lichter wurden gefixt, also korrigiert bei mittleren und tieferen Settings, also Einstellungen. Das zweite Update kommt auch für den John Deere 1270 G-Series, ebenfalls von Woodcraft Modding, Downloadgröße 28,15 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Und hier sagt der Changelog natürlich dasselbe, da es vom selben Modder ist. Fixed Lights on Medium and Low Settings. Also das ist gestern sogar noch nachgereicht worden, diese beiden Updates. Also das ist wahrscheinlich ein Hotfix gewesen. Deswegen machen wir auch gleich weiter mit dem nächsten Update. Und zwar kommt dieses für die Karte Ruhige Landschaft von Airshaber. Downloadgröße 80,42 MB. Jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Tank hinzugefügt, um Methan zu speichern. Finden Sie im Shop in der Rubrik Dieseltanks. Neues Icon und Vorschaubilder. Ackerland angepasst, um das Landschaftserlebnis zu verbessern. Beachten Sie, dass die Arbeiter im Spiel möglicherweise nicht mehr funktionieren, wenn Sie die vorgefertigten Pfade auf der Karte entfernen. Dem Savegame wurde eine Motorecke hinzugefügt, die in Verbindung mit der Seemaschine verwendet werden kann. Neues Spiel erforderlich. Anpassungen am Boden, Anzahl der maximalen Tiere in Kuh- und Schafstellen auf 400 erhöht.
Das letzte Update für heute kommt von JM Gaming für seine Karte der Risuwald. Downloadgröße 60,35 MB in der Version von 1.1.0.0 und ist für alle Plattformen. Auch diese Karte ist natürlich vor kurzem herausgekommen und hier sagt der Changelog, die Karte funktioniert jetzt auch auf den Konsolen. Die fliegenden Bäume sind jetzt von den Gärtnern korrekt neu gepflanzt worden. Kauf von Brettern im Geschäft. Die Verkaufspreise sind einfacherweise angepasst worden. Waldgebiet und Ausrüstung für Anfänger hinzugefügt. Hinzufügung von 20 Käsekisten versteckt auf der Karte. Dies ist ganz wichtig, weil es eine Zugabe ist. Einstellung der Temperatur, um im Winter mehr Schnee zu haben. Neueinteilung mehrerer Waldgebiete in kleinere Gebiete und Vergrößerung der Waldränder. Alte Spielstände sind nicht vollständig kompatibel mit dieser neuen Version. Also es ist hier klar empfohlen, einen neuen Spielstand zu starten. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar kommt der Case IH Optum von Pomfritz, Downloadgröße 18,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 288 PS, 630 Liter Dieseltankfüllmenge, 96 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit 60 km/h, Gewicht 10,5 Tonnen. Der Preis 240.000 Euro. Die Reifen können gewählt werden zwischen Michelin, Continental Mittas, BKT Wredestein, Nokian und Trelleborg. Dann kann beim Design Warntafel hinzugefügt werden mit Zusatzwarntafeln, ohne Warntafeln. Dann gibt es bei der Motorenausführungen gibt es hier den Optum 250 mit 50 km/h mit 288 PS. Dann den Optum 300 mit 50 km/h mit 313 PS. Dann gibt es den Optum 270 mit 60 km/h mit 288 PS und den Optum 300 mit 60 km/h mit 313 PS. Bei der Farbe, bei der Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Case Rot, Schwarz, Case Rot Spezial, Schwarz Metallic, Graphit Blau und Staubgrau. Und die Felgenfarbe kann ausgewählt werden zwischen Weiß, Schwarz, Stainless Steel, Zink, Chrom und Silber. Der Goma GG25 kommt von LS Agrar Ole, Downloadgröße 10,21 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Güllefass mit einem Fassungsvolumen von 25 Kubikmeter, einem Gewicht von 14,3 Tonnen, braucht 250 PS und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h. Der Grundpreis 142.000 Euro. Die Reifen können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Und bei der Hauptfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Standardpalette. Und die Felgenfarben können gewählt werden zwischen Grau, Weiß und Schwarz. Die nächste neue Mod heißt MF Fronthydraulik. Kommt von BGamer 003, Downloadgröße 1,47 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Massey Ferguson Fronthydraulik mit einem Gewicht von 500 kg und kostet 2200 Euro. Bei den Konfigurationen können wir den Ankopplungstyp verändern von einer 2 hydraulische Anschlussschläuche Typ zum 4 hydraulische Schläuche Anschlusstyp. Dann hinzu kommt, dass wir auswählen können, ob hier eine Zapfwelle oder keine hinzumontiert werden soll. Und die Farboptionen haben wir hier, die Standardpalette. Die nächste neue Mod heißt Josking Aqua Trans 3600 Liter bis 4300 Liter, kommt von KRKZ Modding. Downloadgröße 4,31 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Hänger mit einem Volumen von 3600 Litern für Flüssigkeiten, einem Gewicht von 760 Kilogramm und kostet 5000 Euro. Die Konfiguration kann gewählt werden zwischen dem Aquatrans 3600 Liter und dem Aquatrans 4300 Litern. Bei der Hauptfarbe kann gewählt werden aus Silber, Chromweiß, Schwarz, Gelb, Grün und Blau. Und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Grün, also Standard, Chromweiß, Weiß, Silber, Schwarz, Gelb
und Blau. Und die Felgenfarbe versteht sich selbst zwischen Gelb, Silber, Schwarz und Weiß. Vorsicht! Dieser Aquatrans ist nur dafür geeignet, um Wasser und Milch zu transportieren. Alle anderen Flüssigkeiten funktionieren hier nicht. Die nächste neue Mod heißt Mini-Biogasanlage, kommt von Distributed Simulations, Downloadgröße 2,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das diese kleine Biogasanlage, kostet 55.000 Euro zum Platzieren und ist natürlich da, um Gärreste und Energie zu produzieren. Die nächste neue Mod heißt Kaufbare Gülle, kommt von Michael LS, Downloadgröße 0,39 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies dieser kleine und niedliche Verkaufspunkt von Gülle, also hier kann man hinfahren und Gülle kaufen. Platzierungspreis von 1000 Euro, also sehr, sehr erschwinglich und kostet 10 Euro Unterhalt pro Tag. Wunderschön, nimmt wenig Platz weg und man kann Gülle kaufen. Die nächste neue Mod heißt Barrierenpaket, kommt von Schmellack, Downloadgröße 0,29 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Dekoration und Zäune. Hier gibt es drei verschiedene Barrierengrößen, einmal die 6 Meter Barriere, dann die 8 Meter und die 10 Meter Barriere. Kostenpunkt zwischen 60 und 100 Euro. Und ja, das war's. Einfach hier hinstellen, wo es hinpasst. Und damit hat das, und die gehen auch automatisch auf, wenn man mit einem Fahrzeug hier entgegenfährt. Die nächste neue Mod heißt Placeable Log Bridge. Kommt von KES64 und OAG. Downloadgröße 0,11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich dabei um verschiedene platzierbare Brücken aus Holz, die frei platziert werden können. Man kann sie zum Beispiel so hochstellen. Da gibt es also zum einen diese hier, dann gibt es die etwas kürzere und natürlich nochmal die etwas kürzere. Die Kosten belaufen sich hier also zwischen 800 und 1200 Euro und können natürlich beliebig platziert werden. Die Textur finde ich ziemlich schön, eine gute Sache. Ich weiß nicht, wie das holpert, wenn man da drüber fährt. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod von heute. Und zwar heißt diese Profischuss. Kommt von Mantrit. Downloadgröße 0,73 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. So, wer hat es schon des Öfteren versucht, einen schönen Screenshot oder ein schönes Foto zu machen? Vielleicht sogar ein bisschen den Sonnenstand zu ändern. Vielleicht sogar die Belichtung zu ändern. Vielleicht es ein bisschen wärmer zu machen, ein bisschen kühler zu machen. Der hat jetzt die Belohnung bekommen für das lange Warten dafür. Und zwar ist diese Mod hier, um im Pausenmenü sich so positionieren zu können, wie man das gerne hätte. Also man kann sich beliebig bewegen, kann also den Winkel suchen. Dann gibt es unzählige von Einstellungsmöglichkeiten, was verändert werden kann. Das würde hier definitiv zu weit gehen. Jetzt hier in diesem Teil hier eingehend auf die einzelnen Möglichkeiten einzugehen. Ich überlege mir hier ein Tutorial zu machen, falls euch das interessiert. Dann kommentiert mir doch in den Kommentaren unter dem Video, ob ihr gerne Einzelheiten über diese Mod bekommen möchtet. Dann kann ich versuchen, ein übersichtliches Tutorial zu gestalten. Es ist nicht sehr einfach, weil es wirklich sehr, sehr komplex ist und sehr, sehr viele Möglichkeiten hier gibt. Auf jeden Fall. Der Schnappschuss wird jetzt also leichter. Man kann also entsprechend neue Winkel suchen. Man kann neue Belichtung suchen. Das ist für den, sagen wir, Hobbyfotografen gerade die richtige Mod. Und viele haben es wahrscheinlich schon bemerkt, dass heute während des Tages ein kleines Update gekommen ist von Seiten von Giants. Es war dies ein ganz, ganz kleines, sagen wir, Bugfix-Update. Und zwar jetzt auf die Version 1.3.1. Es ist schnell gesagt, was hier in diesem Patch passiert ist. Also zum Beispiel wurden die visuellen Effekte mit Fidelity FX Super Resolution gelöst. Dann wurde das Bedienen von den Spanngurten in Multiplayer gefixt. Auch wurde gefixt, dass Schaufeln zum Teil Objekte auf dem Grund, auf dem Boden nicht bewegen konnten.
Dann wurde auch die Texteingabe auf dem Touch-Input von Steam Deck wurde auch behoben. Und auch ein Fix zum Mikrofon-Input auf Steam Deck wurde ebenfalls behoben. Dazu kommt, dass das Problem bei der Xbox One und Xbox Series bezüglich dem HDR-Effekt gelöst worden sei. Und auch das Problem mit den blinkenden oder flickernden Spiegel auf PlayStation sei auch behoben worden. Und das Einladungsproblem auf der Stadia wurde auch behoben. Ja, kleine Sachen sind da gelöst worden. Ich glaube, wir als PC-Spieler haben hier vielleicht nur gerade zwei Punkte, die wir sagen könnten, dass da eventuell was geändert worden ist. Ansonsten war dieses ganze Update mehr oder weniger für die Konsolen und natürlich für die anderen Peripheriegeräte herausgekommen. Das war die Mod-Vorstellung von heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch bitte gerne den Daumen da. Falls ihr keine solchen Videos verpassen möchtet, dann holt euch doch das Abo ab. Ich bedanke mich hier. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Morgen werde ich das Update-Video nicht bringen. Es wird dann am Sonntag nachgeliefert. Ich bin das Wochenende mit meiner Tochter. Daher habe ich ab morgen Mittag Feierabend für das Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Danke, tschüss und hasta luego.